Kurznachrichten. Was ist das Wichtigste in der Pandemie? Impfen? Nein, Rüstungsexporte. Die Bundesregierung hat in den ersten 10 Monaten dieses Jahres Rüstungsexporte für fast 4 Milliarden Euro genehmigt. Woran werden mehr Menschen sterben? Das sehen wir im Rückblick. Warten wir die Zukunft ab. Auf jeden Fall 75 haben wir schon mal. Auf dem Weg nach Europa sind Flüchtlinge vor der libyschen Küste ertrunken. 75 an der Zahl. Montag, 22. November 2021, die Kurznachrichten. Wegen der Eröffnung von Taiwans Vertretungsbüro in Litauen hat China seine diplomatischen Beziehungen zum EU-Land herabgestuft. Es gab einen Toten und Verletzte bei einem Anschlag in Jerusalem. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Peskow hat die jüngsten Anschuldigungen von Seiten der NATO, die Russland eine ungewöhnliche militärische Aktivität nahe der Ukraine vorwirft, als künstliche Hysterie bezeichnet. Ihm zufolge muss das Bündnis zuerst seine provokativen Aktivitäten an der russischen Grenze einstellen. Warschau hält eine Grenzschließung zu Weißrussland für möglich. Militärische und zivile Kräfte im Sudan unterzeichnen ein Abkommen. Das russische Militär patrouilliert nun an der Grenze zwischen den Kontrollzonen der USA und Russland in Syrien. Dies erklärte der Sprecher des Versöhnungszentrums für die Konfliktparteien, Viktor Kudinov. Ein neuer G7-Gipfel der Außen- und Entwicklungsminister ist für Anfang Dezember in Liverpool geplant. Penny Lane. Ein Geländewagen steuerte in eine Straßenparade in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Chile steht vor einem politischen Umbruch. Ein linker Protestanführer und ein rechter Pinochet-Sympathisant ziehen in die Stichwahl um das Präsidentenamt ein. Bei der Präsidentschaftswahl in Bulgarien ist Amtsinhaber Radjew laut Prognosen im Amt bestätigt worden. Nach 2 Monaten politischer Krise haben sich die regierenden Liberalen und die Sozialdemokraten in Rumänien auf die Bildung einer großen Koalition geeinigt. Corona, 7-Tage-Inzidenz Österreich 1102,4. Deutschland mit Impfungen 386,5. Ohne Impfungen vor exakt einem Jahr 141,0. Offiziell gesund noch immer 99,23418%. Vor dem Linzer Landhaus in Österreich haben sich gestern Nachmittag tausende Menschen zu einer Kundgebung der impfkritischen Partei MFG versammelt. In Österreich soll es ja die Impfpflicht ab 1. Februar 2022 geben. Der steirische AK-Präsident Pessel lehnt das ab. Eine Ablehnung für die Impfpflicht gibt es auch in Tschechien. Zu schweren Ausschreitungen kam es bei Demonstrationen in Brüssel. Proteste gab es gegen die Impfstoffdeckelung in Deutschland. Die Ärzteschaft fragt derzeit zu mehr als 90% BioNTech und Pfizer nach. Das Gesundheitsministerium möchte Moderna einsetzen. Die Impfdosen verfallen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst möchte einen höheren Kontrolldruck für Corona-Auflagen. Weitere Bundesländer verschärfen ihre Maßnahmen. Zugemacht in Sachsen alle Freizeiteinrichtungen, Bars und Clubs. Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Für Ungeimpfte gibt es ab einer 7-Tage-Inzidenz von 1000 eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Da stecken sich ja sicherlich auch die meisten an. Kinderärzte haben eine Corona-Impfpflicht für Erzieher und Lehrer gefordert. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hält eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus derzeit nicht für sinnvoll. Das in der Unterhaltungssendung Anne Will. Erneute Unruhen gab es in niederländischen Städten. Russlands Präsident Wladimir Putin bekommt eine Auffrischungsimpfung. Sputnik Light soll es sein. Die Zulassung des ersten russischen Nasalimpfstoffes ist bis Ende 2022 erwartet. Es berichtet das Gamaleya-Institut. Der Freie Wähler-Fraktionschef im Bayerischen Landtag Florian Strebel hat am Sonntag laut der dpa wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Pandemie zu Debatten über eine allgemeine Impfpflicht aufgerufen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hält eine Maskenpflicht in den Schulen voraussichtlich über den ganzen Winter hinweg für notwendig. Mediziner warnen vor Druck auf Kinder bei Impfungen. Grund, es gibt kaum Kinder, die an Covid erkranken. Der Deutsche Pflegerat hat sich dafür ausgesprochen, dass ungeimpfte Beschäftigte im Fall der Einführung einer Corona-Impfpflicht in Pflegeheimen gekündigt werden. Russland und Israel vereinbaren Kooperationen bei der Pandemiebekämpfung. Diese laufen zwischen der russischen Verbraucherschutzbehörde und dem israelischen Gesundheitssystem. Die russische Behörde gab das auf ihrer offiziellen Homepage bekannt. Ein alkoholisiert wirkender Autofahrer hat am Sonnabendabend in Berlin bei einer Auseinandersetzung auf der Straße zur Axt gegriffen. Es kam zu Verletzungen. El Salvador plant den Bau des weltweiten Pilotprojekts Bitcoin City, der zunächst durch Bitcoin gesicherte Anleihen finanziert werden soll. Das sagte Präsident Bukele. Heute im Süden und in der Mitte oft wolkenverhangen.
Regen oder Nieselregen, im höheren Bergland auch Schnee. Freundlicher im Norden und Nordwesten. Die nächsten Tage in Gesamtdeutschland durchwachsen, immer wieder Regen. Machen Sie Alternative Music.